So, hallo Leute, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von StarCraft 2 Wings of Liberty. Und wir haben in der letzten Folge unsere erfolgreiche Flucht begangen und jetzt werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Das war ziemlich knapp, Matt. Hab sie noch nie im Stich gelassen, Sir. Schon gut. Jetzt bring uns endlich hier raus. Alle Geschütze nach vorne ausrichten. Voller Schub auf die Triebwerke. Bereit machen für Warpsprung auf mein Kommando. Jetzt! Was zur Hölle war das? Jahrelang waren die Zerg verschwunden. Warum greifen sie jetzt Massara an? Und nicht nur Massara. Sehen Sie sich das an. Kam es zu einem ausgewählten Angriff der Zerg. Tod und Verwüstung auf allen Grenzwegen erlitten hohe Verluste. Die Zahl der Opfer geht in die Milliarden. Vor wenigen Minuten griffen die Zerg ein Militärforschungszentrum der Liga an. Ich will verdammt sein. Exklusive Bilder belegen, dass die Königin der Klingen in der Tat den Schwarm anfühlt. Wir wussten, sie taucht wieder auf. Aber was hat sie vor? Sie will es zu Ende bringen. Niemand weiß, was die Zerg uns dieses Mal entgegensetzen werden. Sir, wir müssen sichergehen, dass unsere Ausrüstung und unser Munitionsvorrat der Herausforderung gewachsen sind. Absolut. Ich schau mal bei Swan im Arsenal vorbei. Wie ich ihn kenne, hat er schon ein paar Upgrades für uns. Ich frage nicht gerne, Sir. Aber gibt es einen Grund, weshalb sich dieser Sträfling noch immer auf meiner Brücke befindet? Hey, immer mit der Ruhe, Matt. Tychus ist einer meiner ältesten Freunde. Er hat mir vor ein paar Jahren aus einer echt brenzligen Situation geholfen. Ich schulde ihm was. Nun ja, dein Freund hat eine Vorstrafenliste so lang wie... Meine? Glaub mir. Wenn Tychus Findlay mich tot sehen wollte, dann wäre ich es schon längst. Verstanden, Sir. Und ja. Da sind wir also doch nochmal davon gekommen. Okay, dies ist die Sternkarte. Hier ist anscheinend das nächste Missionsziel. Hier ist auch das Missionsarchiv, so das, was wir schon gemacht haben. Ja. Wir gehen mal ins Arsenal. Seht mal her, unser glorreicher Anführer ist zurückgekehrt. Was liegt an, Cowboy? Was gibt es Neues, Swan? Das Übliche. Ich schraube an neuem Spielzeug für unsere Truppen. Du verpasst unserer Ausrüstung den letzten Schliff, was? Oh ja, hier auf der Konsole kannst du Upgrades hinzufügen. Aber so eine Armee auszurüsten ist nicht ganz billig. Diesmal hast du doch bestimmt Credits mitgebracht, oder? Ich weiß, wir waren in letzter Zeit knapp bei Kasse. Aber dieses Artefakt, das wir auf Marsara aufgelesen haben, wird uns ordentlich was einbringen. Das habe ich vorher schon mal gehört, Kumpel. Diesmal ist es was anderes. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Okay, dann reden wir nochmal mit Swan. Der ist mir nämlich sehr sympathisch in diesem Spiel. Unsere Ausrüstung zu verbessern ist ja schön und gut. Aber wann kriegen wir neues Zeug her? Wir haben im Moment große Lücken in unserem Inventar. Manchmal finden wir bei einer Mission neue Ausrüstung und ich besorge den Bauplan, sodass wir mehr davon herstellen können. Die Pläne für anderes Zeug müssen wir sonst erbetteln, ausleihen oder stehlen. Okay, und dann gucken wir mal ganz in die Arsenalkonsole. Wir haben ja 10, 100.000 Credits.
Und dann können wir schon mal den Bunker ausrüsten. Projektil. Einheit in den Bunker halten, ein Reichweite. Oder zwei mehr Platz ist auch nicht schlecht. Kampfschild, 10 Trefferpunkte mehr. Stimpack. Kein Tech-Labor mehr für die. Und das haben wir, können wir noch nicht holen. Aber die heilen dann halt schneller, ne? Ich würde sagen, wir nehmen erstmal das Schild hier, weil die sind echt gut. Also die machen, die Trefferpunkte machen echt was her. Gut, gehen wir wieder auf die Brücke und reden mal mit Horner. Wie schlimm sieht's aus, Matt? Zerg greifen überall im Sektor an, Sir. Mengsk hat die Flotte zurückgezogen, um die Kernwelten der Liga zu schützen. Die Randwelten sind nun sich selbst überlassen. Es ist der reinste Albtraum. Wir können diese Invasion nicht mit einem einzigen Großkampfschiff und einer Handvoll Freiwilliger aufhalten. Am besten halten wir uns einfach da raus. Wir können uns an Möbius eine goldene Nase verdienen, bis sich die ganze Sache beruhigt hat. Du verstehst es einfach nicht, Sträfling. Das wird sich nicht so einfach beruhigen. Die Zerg werden so lange weitermachen, bis wir alle tot sind. Keine Sorge, Matt. Wir sitzen die Sache nicht einfach aus. Aber wir sind auch nicht gerade in bester Verfassung. Erstmal verdienen wir ein wenig Geld, damit wir unsere Streitkräfte aufbauen können. So können wir etwas ausrichten, wenn es drauf ankommt. Gut, mit Tychus reden, jetzt reden wir mal nicht. Wir machen direkt die Mission, ne? Ihr wollt ja auch was sehen. Von daher, los geht's. Wie ist die allgemeine Lage, Matt? Wir haben ein Notsignal vom Planeten Agria erhalten. Eine der Kolonien dort wird von den Zerg angegriffen. Unser Knastbruder Tychus hat uns eine neue Mission organisiert, bei der wir ein weiteres Artefakt bergen müssen. Es befindet sich auf der Protoss-Schreinwelt Monlith. Okay, okay. Wir haben hier Monlith. Die Jungs von Möbius meinen, dass es noch ein Artefakt auf einem Planeten namens Monlith gibt. Okay. Das ist das Wichtigste. Man muss sich erstmal nicht wissen, dass es da gibt. Protoss-Forschungen, das ist halt unserem Forschungslabor, da können wir noch was von Protoss mitnehmen, also dass wir was von denen so als Technologie nutzen können. Und 110.000 Credits, das ist halt eine Menge, ne? Gucken wir bei Agria. Alle Schiffe, die diese Übertragung empfangen, die Zerg überfallen Agria. Die Liga hat uns im Stich gelassen. Wir sind nur eine kleine Agrarkolonie. Wir müssen evakuieren, bevor wir überrannt werden. Wenn sie dieses... Gut. Und wir würden hier 3 Zerg-Punkte bekommen. Und 100.000 Credits. Allein von dem Gewinn, den wir machen, und dem Marodeur, der ist nämlich viel besser als der Feuerfresser, werden wir Monlith als erstes tun. Tun, das ist die richtige... Ja, geil. Der Ladescreen wird übersprungen und jetzt kommt noch ein kleiner Film, denke ich. Da ist es, Jimmy. Genau wie die Typen von Möbius gesagt haben. Leicht verdientes Geld. Ich weiß nicht. Verdammt viele Protoss da unten. Vielleicht sollten wir... Was zur... Warnung. Mehrere Zerg-Biosignaturen entdeckt. War ja klar. Diese Viecher haben sich einfach da unten versteckt und gewartet. Keine Ahnung, aber jede Wette. Die sind aus dem gleichen Grund hier wie wir. Das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Wir können schlecht 2 Armeen auf einmal bekämpfen, Partner. Mit ein bisschen Glück brauchen wir das auch nicht. Wir müssen den Bereich am Schrein nur lange genug halten, bis das Artefakt geborgen ist. Also landen wir hier und schießen uns dann einen Weg durch die Protoss rein, während sie mit den Zerg beschäftigt sind. Ist nur eine Frage der Zeit, bis die Protoss von den Zerg überrannt werden. Und bis dahin sollten wir längst weg sein. Gut, in-game. Los geht's, würde ich sagen. Als erstes bauen wir natürlich erstmal unsere Standardeinheiten, ne? Space Marines sind auch dabei. Gut, wir haben nicht genug Mineralien. Oh. Ich wollte das drücken. Aber so können wir unser... Die Zerg sind gegenüber den Streitkräften der Protoss stark in der Überzahl. So. Es ist wahrscheinlich, dass die Protoss in Kürze besiegt sein werden. Dann haben wir nur eine Möglichkeit. Wir müssen zu dem Artefakt vordringen, bevor die Zerg alles überrannt haben. Hier müssen wir also hin. Und hier sind wir. Und hier sind die Zerg. Hab ich gesagt, der gut. Oh, ihr müsst schon arbeiten, Leute. Was liegt
an. Was nicht passt, wird passend. Warnung. Protoss-Hetzer sammeln sich in der Nähe unserer Basis. Abmarschbereit! Empfänger, Übertragung. So tut's denn. Ich hab da was Neues für dich, Cowboy. Marodeure. Die neueste Errungenschaft in Sachen mächtiger Badabum. Bin mir nicht sicher, ob gerade die beste Zeit für Experimente ist, Swan. Ach was, eine bessere Zeit dafür gibt es nicht. Lass die Marodeure doch mal auf diese Hetzer los und guck dir an, was passiert. Zeit geben. Wird gemacht, mein Freund. Auf jeden Fall. BBF einsatzbereit. Nice. Marodeure sind aber auch sehr effektiv gegen die, muss man sagen. Ja, halt im Maul. Ich hab genug. Ich hab genug auf allen. Ich bin rich. Junge. Rich is fucked. Gut. Dann zerstören wir mal. Aha. Ein Relikt. Wir müssen davon 4 also einsammeln. Dann kriegen wir, glaube ich, diese Fotosforschungen. So. Alright, Jungs. Brauchen wir noch mehr. Benötige weitere Depots. Ja, stimmt, es muss ja irgendwann kommen, Junge. Ich hasse das. Mal diese weiteren Unterkünfte. Und die Versorgung, Alter. So, komm. Perfectly. Okay. Let's go, wir gehen mal ein bisschen voran. Und schalten mal was aus, würde ich sagen. So. Das zerstören wir, ohne dass wir angegriffen werden. Wenn das zerstört ist, die brauchen Energie, ja? Die brauchen Energie, die beiden Türme. Und wenn das zerstört ist. Wenn die zerstört sind. Diese. Pylonen. Dann kriegen die keine Versorgung mehr und gehen aus. Ja. Das kann man natürlich als Vorteil nutzen, ne? Deswegen. Weißt du Bescheid? Mehr VBS, viel mehr VBS. Ja, ist klar, Junge. Okay. So, hier sind Pylonen in der Ecke. Die kann man auch hinkriegen. Ja, okay, ist klar. Ihr beiden geht darauf und ihr beide geht darauf. Perfekt. Und dann sind die Kanonen auch raus. Die gehen mal als Death, denn ich weiß einfach schon, was noch kommen wird. Und ich will auch nicht spoilern, aber ich kann euch empfehlen, nicht immer alles mitzunehmen, denn ihr braucht noch Truppen in eurer Basis. Und da ist es schon. Die Zerg greifen uns an. Aber das ist halt nix, ne? Kann man mal voll einfach abwehren. Und da ist jetzt wieder das Problem mit den Depots. So. Aber ist klar. So. Ich brauche mehr Healer. Also mehr. Mehr Healer. Mehr Sanitäter. Benötige weitere Depots. Bereit machen, Jungs. So. Benötige weitere Depots. Ich glaube, wir müssen nach. Sag an, Mann. Nach. Kommt noch was? Dort noch. Hier, genau, hier sieht man es sogar schon. Dieses eine Relikt noch. Das können wir auf jeden Fall auch noch holen. Wir müssen hier bloß hochgehen. Durch die kleine Zerg. Signaturen-Ding. Haben eine Einheit verloren, aber es geht ja noch. Wir müssen jetzt hier runter, soweit ich weiß. 3 Hetzer killen. Oh Gott, wie ich einfach noch weiß, Alter. Ich habe das Spiel seit ein Jahr nicht mehr gespielt und ich weiß es einfach noch. Kanonen, ah, fuck you. Jawohl,
Okay. Holt mal das Relikt. Einer holt das Relikt und alle anderen gehen zurück. Perfekt. Really perfectly. Der Doktor ist da. Okay, alright. Kommen wir jetzt alle hier wieder zurück. So. Du machst noch Marodeure. Ja, ist klar. Alles gut, Junge. Bleib ruhig. So, nachdem du das getan hast, gehst du zurück an deine Arbeit. Perfekt. So, dann heil den erstmal. Nice. Okay, wir gehen mal ein bisschen voran, ne? So, wir müssen hier also noch durch. Unsere... Oh, da kommt der Marodeur. Gleich knallt's. Habt ihr gehört, ja. Gleich knallt's. Jungs. So, nachdem du das gemacht hast, gehst du dahin. Komm, einen will ich machen. Okay, wie sie einfach das angreifen. Perfekt. Hier unten müsste... Ja, hier unten ist auch gerade auch noch eins. Wow. Wir rushen mal schnell durch. Jetzt können sie alle feuern. Und da haben wir sogar schon drei Protoss-Dings. Forschungen. Okay, sind noch zwei Hetzer. Fuck it. Kriegen wir es ja hin, ne? Ja. Ich habe völlig vergessen, dass da noch welche kommen können von den... Shit happens. Okay, egal. So, Hetzer. Rip Hetzer. Rip Mate. Sind halt alle gestorben. Na gut. Was soll man machen, ne? So. So. Ich mache direkt noch mehr Versorgungsdepots, damit ich weiß einfach schon, dass gleich wieder die Meldung kommt. Ja, war sogar richtig knapp, Alter. So. Ich glaube, hier kommt eine große Base, wa? Ja. Shit. Aber die soll mal ruhig herkommen. Ach komm, wir rennen einfach rein, ne? Nein, wir haben einen Marodeur verloren. So. So, da ist es auch ausgeschaltet. Okay, wir verlieren gerade ein paar Marodeure, das ist so dumm. Komm, 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 schnell killen. Oh mein Gott, wir haben ihn gerade noch gerettet. The last Marodeur. So. Oh Mann, ich drück mal entfernen, wieso? Okay, zerstören wir den Nexus am besten. Also das ist so wie unsere Kommandozentrale. Müsste relativ schnell down gehen. Ja. Jawoll. So, hier ist noch ein Artefakt, glaube ich. Okay. Und das ist die volle Breitseite. Alright, Jungs. Okay. Nein, da kann ich weg. No. So, jetzt gehen wir mal hier hin, ne? Oh, kann er nicht durch wegen dem Kack. Dankeschön. Mates. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. V
vor den Zerg. Perfekt. Oh. Was zur? Scheiße. Scheiße. Shit, Jungs. Die sollten wir aber haben, ne? Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich habe ein paar Leute runtergeschickt, um das Artefakt abzuholen. Wir haben, was wir wollten. Jetzt nichts wie raus hier. Ich hatte ganz vergessen, wie einfallsreich du sein kannst, Jim. Sei dir sicher, den Fehler mache ich kein zweites Mal. Kerrigan. Gut. Dann haben wir auch das heute geschafft. Oh Mann, Kerrigan. Ja. Diese Sache hier habe ich echt lange mal probiert. Und zwar, dass wir keinen Stein. Diese zum Schluss, diese drei Steinbecher hier, die Sie hier sehen hier. Da habe ich zwei Einheiten verloren. Hätten wir also nicht geschafft. Und das soll ich in 15 Minuten auf schwer schaffen. Wir haben es in 11 Minuten auf Dings geschafft. Naja, okay. Gut, meine lieben Freunde, das war mit der vierten Folge. Wenn zwei sich streiten. StarCraft Wings of Liberty. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da und ciao.